Herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Yeah, ich hoffe, der Titel war jetzt richtig. Ansonsten steht es ja unten im YouTube-Titel. Ich bin gerade verdammt unsicher. Aber egal, wir machen jetzt Kapitel 1, Episode 1. Ruffy vs. Buggy der Clown. Okay, Crew Level auflisten, Fähigkeitenposter. Achso, wir gucken uns das Fähigkeitenposter an. Weisheit des Kapitäns. Die Leiste für Spezialangriffe füllt sich von selbst. Okay. Kizuna-Angriffe werden stärker. Okay, das heißt das nächste... Okay. Weisheit des Kriegers. Das hier, Tashigi. Einblick. Hier haben wir Law. Heißt es, die kriegen die alle noch? Das ist ja voll der Spoiler. Crew-Level auf ist ein Berry... Was gibt's denn im Berry-Shop? Movie. Sonstige. Okay, das ist für die Galerie. Da wollen wir jetzt nicht rein. Wir drücken jetzt einfach weiter und machen das nächste Level. Wähle im Charakterauswahlmenü Berry-Wachstum, um deine Charaktere im Austausch für Berry aufzuladen. Ja, okay, ich vergleiche das jetzt alles immer mit Hyrule Warriors, weil das letzte Spiel ist, was ich in dem Stil gespielt habe. Im Grunde ist das wahrscheinlich alles genauso. Nur dadurch, dass es anders heißt, verwirrt mich das. Du kannst auch vom Bildschirm Kampfvorbereitung vor dem eigentlichen Kampf zum Berry-Wachstum gelangen. Okay. Wollen wir aber nicht. Wir wollen... Guck mal, Spieler 2, F9 drücken, cool. Aber habe ich leider gerade keinen zweiten Spieler. Möchte ich mit Ruffy spielen? Oder mit Zorro? Wenn ich jetzt... Ah, Moment, Zorro Münzen verwenden. Was haben wir denn für Münzen noch? Wir haben noch eine. Ja, wir haben nicht so viele Münzen. Eigentlich haben wir gar keine mehr, weil Ruffy die gerade alle benutzt hat. Machen wir einfach schon mal ein paar rein, die wir noch haben. So, noch eine Ruffy-Münze. So. Berry-Wachstum. Können wir den... Wie teuer ist denn das? Level 4, weil Ruffy wahrscheinlich Level 4 ist das höchste. Das machen wir einfach mit. Dann ist er schon mal gleich auf. Aber sein Angriff ist kacke. Wir nehmen nochmal Ruffy. Kann auch sein, dass ich jetzt leveltechnisch noch ein paar Fehler mache. Verzeiht es mir, wenn ich da missbaue. Okay. Der Hut ist mir heilig. Ja, der wurde uns nämlich geschenkt. Kapitel 1, Episode 1, Ruffy vs. Buggy der Clown. ルフィは鳥にさらわれ ゾロと それを開拓したルフィは波の案内でバギー一味が占拠する店を訪れるが。あそこよ。海賊たちのいる酒場は。で、何しに行くんだ?それは言っての。お楽しみよ、海賊のお兄さん。で、何すんだ?改造開始した上に親分売って一味に入りてえた面白え女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、お前の元親分をバギー玉で消し飛ばし俺様への忠誠を誓うのだ。 あいつを殺す?私が?私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ? 人を簡単に殺して見せることがそうなの?
それが海賊の覚悟。違う。自分の命をかける覚悟だ。 何？てめえ、どういうつもりだ？なんだお前、今更俺を助けてくれたのか？バカ言わないで。勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。 人を直るのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ！まだ火が。熱っ！女一人に何人がかりだ。 ゾロの間違いねえな。俺の首でも取りに来たか？いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるね。てめえを殺せば長上がる。本気でこねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。 何がおかしい？おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。了解。ちょっ、あんたはどうすんのよ。おい天下だ。はい。 Okay. Okay, wir haben Zorro und Nami dabei. Buggy ist da hinten. Besiege Buggy, den Piraten. Das ist unser Ziel. Ruffy, Zorro oder Nami fliehen ist eine Verlierbedingung. Zieh dich zurück und behandle Zorros Verletzung. Alles klar. Okay. Nee, das wollte ich nicht. So, Kampfbeginn. Während des Kampfes kannst du mit zwischen Crewmitgliedern wechseln. Oh, das ist cool. Crewmitglieder in einer Allianz können einander im Kizuna-Rush unterstützen. Ja, das wissen wir ja. Verstärke dein Kizuna-Rush, indem du mit verschiedenen Crewmitgliedern eine Allianz bildest. Okay, jetzt muss ich nur wissen, welche Taste. Das ist. Nee, Select ist es auch nicht. Weiß nicht, mit welcher Taste ich wechseln kann. Dreck. Moment, ich muss erstmal Zorros Verletzungen behandeln. Wenn das okay ist. So. Nimm das feindliche Territorium ein. Alles klar, die Blauen gehören zu uns. In jedem Level gibt es Zonen. Ja, das kann ich auch so erklären. Also es gibt immer so Basen, diese Ecken auf den Maps. Wenn wir da alle Gegner rauskloppen, also dieses Evakuierungszonen-Ding, wird ein Zonenwärter kommen. Sag ich mal, oder ein Basenwärter. Und den müssen wir besiegen und dann gehört dieses Feld uns. Und dann spawnen hier auch Soldaten von uns, die uns dann helfen. Und ja, das ist eigentlich relativ wichtig, um Kontrolle über das Schlachtfeld zu gewinnen. Und holy fuck, sind hier viele Gegner. So. Ich weiß aber immer noch nicht, welcher Taste ich Charaktere wechsle auf dem Controller. Ansonsten muss ich das auf Tastatur machen, was ein bisschen nervig wäre, aber würde auch gehen. So. So. Komm. Noch ein paar. So. Die Special bewahren wir uns für den großen Macker auf, der hier gleich kommt. Der auch keine Schwierigkeit sein wird. Arm. So, wo ist er? Er ist irgendwo aufgetaucht. So, da ist er. Ach du großer Gott. Anführer heißen die, okay. Den hauen wir erstmal dick aufs Maul.
So, wir sind Max. Und wir haben das Territorium eingenommen. Sehr gut. So, die fallen jetzt alle um. Haben alle Angst. Okay. Nice. So. Und der wird da jetzt verletzt. Verarztet. So. So, Zorro ist wieder voll dabei. Okay. Nein, das wollte ich nicht. グランドライン。これからその改造をもう一度奪いに行く。仲間になってくれ。海賊いるんだろ。宝も。私は海賊にはならない。手を組むって言ってくれる？お互いの目的のために。よし。行こうか。あんたも行くの？お腹の傷は？腹の傷より Meine Güte, hat Nami Hupen, ey. Meine Güte. So. Die sind auf jeden Fall auf aktuellen Stand, die Hupen. Und damit will ich sagen, dass die früher in der Serie noch nicht so groß waren. Ja. Huch, kann ich da auch runter? Ja, nice. Ich glaube, dass Evakuierungszone nicht eingenommen wird. Ach, du großer Gott, Moment. Manche Territorien sind sogenannte wichtige Territorien. Ah, Game Over bedeutet das. Okay, dann muss ich nochmal zurück und hau dem auf den Sack. Ist hier ein Dicker? Ja, hier ist ein Dicker. Der muss nämlich weg. Dann ist hier wieder grüne Zone. So. Okay, jetzt muss ich die Gebiete, die auf der Karte gerade eingezeichnet sind, erlangen. Zack. So, warte mal. Spielerinfos, Missionsinfos, Spielerinfos. Steuerung ansehen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was ich da genau drücken muss, Spiel. Du bist nett. Warte mal. Auswahl, das ist aus. Grün ist. Ah, ist das auf Xbox-Controller? Okay, warte mal. Da muss ich echt. Holy moly. Wie kann ich jetzt die. Ich finde das noch raus. Vielleicht kann ich auch gerade einfach nicht wechseln. Das kann natürlich auch sein. So, wir müssen die Kanone stoppen. Kein Ding. Die ist ja da hinten. Moment, ich geh da jetzt erstmal hin. Weil die macht hier Stress. Das ist nämlich nicht gut. Macht nur Schaden und Aua. So. Der ist kaputt. Oh, warte, ich muss zur Kanone. Okay, dafür muss ich die einnehmen. Okay, ich kann die nicht zerstören. Ich kann nur die. Oh Gott. Oh Gott. Weißt du was? Eat this! Wir hauen jetzt einfach so hier durch. Geht schneller. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, ich combo hier gerade alle. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, wir haben gewonnen. Oh Gott. Wie viel Geld ich kriege. Oh mein Gott. Ich sehe nichts mehr. Okay, jetzt gehen wir da runter. Natürlich kämpfen die auch mit. Dafür sind die da. So, zack, 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 komm. Voll auf den Sack. Oh, mein Kizuna Rush ist vorbei. Das ist natürlich schade. Oh, er ist tot. Okay. Nein, hau doch nach unten. Den will ich jetzt kaputt hauen. So, dann haben wir hier nämlich so einen Spawn. Das sind so kleine Spawn-Punkte immer. Die uns auch helfen. Hier hauen wir mal so rein, damit die weg sind. So. Das war anscheinend gut. So, dann gehen wir hier hoch. Erlangen Kontrolle über diese verkackte. Oh Gott, nein. Verkackte Base. Nice. Okay, nice. Auch besser.
So. Der ist weg. Sehr gut. Und wir kombonieren hier alles weg. Wenn man nicht mehr durchblickt, ist nicht schlimm. Das ist normal. So, vor allem, weil die Kamera immer mitgedreht werden muss per Hand. Vor der Tierhandlung sind wir jetzt. Okay. So. Es wird uns Territorium eingenommen. Die ballern uns nicht mehr zu. Sprache. Also, Zähne. Sprache. Oh. まさか私のこの顔を忘れたわけじゃないよね。誰だお前。バギーの仲間か。あいつとはあんたを探す目的で手を組んだんだ。私の男になるのならあいつに負けてちゃ話にならない。うぜ。お前なんか知らねえぞ。まだ思い出さないのかい。まあいい。すぐに思い出させてあげるよ。 Okay. Jedenfalls hatte die auch große Augen. So. Ich glaube, hier werden alle Mädels große Augen haben. So. Ich sag ja nicht, dass es schlecht ist. So. Siege Alvida. Ach, die ist das. Ah, man sieht auf der Map, wo die sprechen. Das ist sehr nice. Da ist er doch. Hi, Alvida. Während des Kampfes kann ein Crewmitglied manchmal ein Held werden. Die Kizuna-Leiste eines Helden fühlt sich schneller. Die Heldenpower-Verschiedenung kann Unterschied... Okay. Dann wird man Held. Ach, Zoro ist ein Held. So, Kizuna-Power! Attacke. Voll auf den Sack, die Frau. Gar keine Chance. Oh Gott. Oh Gott. Die habe ich ein bisschen kaputt gemacht jetzt. Es tut mir leid. Ich werde dich verschonen. Ich glaube, sie hat jetzt andere Probleme. Komm schon. Mach den Basenkommandant platt. Ey. Nami rückt auf Big Top vor. Okay. Okay, das ist unsers. Dann gehen wir jetzt da hoch. Da ist noch ein Pirat. Ja, der da. Die dürfen nicht vorkommen, weil die machen immer Stress, die Dicken. Hilft Nami dabei vorzurücken, glaube Buggys Schatz. Okay, Moment. Wir müssen da vorher noch was klären. Und zwar den hier. So, töte den kämpfischen Strohhut. Das ist der da, der das sagt. Hier, den Basenkommandant müssen wir noch klatschen. Nein, nein. Okay, jetzt könnte ich, aber jetzt lohnt es sich nicht mehr. Ich wollte gerade die Special machen, aber ich hatte keine. So, haben jetzt alle dicken Gegner hier weg? Ja. Alles klar. Moment. Da rechts. Moment, ich muss erst nach rechts. Aber rechts ist Stress. Basenkommandant, Kommandant. Warum lebst du noch? So. Dann kommen hier nämlich noch Kollegen von uns. So, wer ist das hier? Was ist hier los? Was ist hier los? Warum seid ihr so crazy drauf? So. Ja, auf jeden Fall den hier. So nicht, Freundchen. Rette mich, Scharfschützenkönig. Okay. Ich hab Achievements bekommen. Das seht ihr, glaube ich, leider gar nicht. So. Haben wir den auf jeden Fall gerettet hier wieder? Da liegt was. Essen. Nice. Okay. Okay, dann gehen wir jetzt schnell zu Nami. Hallo, du. Der Kuss ist leider voll auf dem Kopf. Schade, dass das nicht reicht. Bam. So. Voll ins Gesicht bekommen. So war der Name, ich komm. So. Das ist unsere Basis. Und das hier auch. Moment.
So. Mission erfolgreich. Piratenkapitän ist aufgetaucht. Okay. Die wollen wieder Stress machen. Gehen dann nämlich jetzt wieder hin. Das ist ein bisschen stressig, ja. Muss man ja mal gestehen. Moment, wir machen einfach den hier. Und gehen voll drauf. So, Moment. Die haben wir auch mal kaputt. Nein. So, das gehört uns. So, dann holen wir uns noch die Kiste da. Die Kiste da. Für mehr Geld. Geld ist immer gut. Ey. Jetzt haben wir den kaputt. Oh, ich mach gerade mega. Das ist ein bisschen Overload, aber egal. Alter. So. Nami ist wieder erschienen. Okay. Okay, jetzt müssen wir warten, bis sich weitere Türen öffnen. Ah, okay. Wird jetzt auch was passieren wahrscheinlich. Alles klar, der will jetzt Stress. Gebt ihm Buggy Kugelhagel, das klingt nicht so gut. Buggy Piraten haben das Sperrfeuer gestartet. Ah klar, okay, dann müssen wir dahin. Okay, dann hauen wir die mal hier kaputt. So, stopp die Kanonen. Ja, das könnte jetzt ein bisschen hakelig werden. Bin gleich da. Geh da jetzt einfach rein. Klär die Sache. Jetzt müssen wir nämlich hier erstmal ordentlich aufräumen. So, ausweichen. Alter, hier sind 50 Kanonen drin, ne? Ist ja echt nicht geil. Das ist eine Kiste. Mit Essen drin. Okay, das lass ich mal liegen. Oh. Komm schon. Komm schon. Oh mein Gott. Ah. Okay. Und Zorro wieder. Ja, jetzt geht's eher ab. Wenn Zorro mitkommt. Okay, ich muss die Kamera hektisch drehen, um zu sehen, wo noch Gegner sind. Da sind noch Gegner. Oh, was? So, komm schon. Okay, wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. So, der kriegt jetzt auf den Sack. So, ich glaube, das gehört uns. So. Fleisch mitnehmen. Weiter geht's. So, Nami rückt in Richtung Evakuierungszone vor. Das ist okay. Wir müssen da mal eben die Piraten aufhalten. Hallo? Alter. Muss noch ein paar Kombos ausprobieren, theoretisch. Es gab immer so viele Kombos. Die Piratin ist schon wieder erschienen. Was will die? Was will die? Nix da! Das lässt du mal schön bleiben. So. Hilft die mir jetzt, oder was? Die hilft mir doch nicht, oder? Ah ne, die ist da unten. So, besiege Buggy und Co. Pass auf, sie ist anders als die anderen. Sie hat aber genauso große Brüste wie du. Das war jetzt nicht böse gemeint. Ich weiß schon, wie sie es meinen. So.
Ah, sie sagt selber. So. Okay. Ein Fässer. Eine Sackgasse. Oh Gott. Okay. Das Buggy. Wir müssen eh erst die Hexe besiegen. Okay, alles klar. Also ich sag mal Hexe. Keine Ahnung warum. Weil sie ein bisschen zickig wirkt. Oh, die haben wir jetzt alle kaputt. Oh, nice. So. Die nehmen wir noch ein, die Basis hier. Wo das relativ gefährlich ist, weil sie da unten gerade Richtung Evakuierungszone geht. Da muss ich ein bisschen im Auge behalten. Aber wir müssten das schaffen vorher. Wenn hier genug Gegner kommen. Das ist immer so eine Sache bei den Spielen. Die müssen auch genug Gegner kommen. So. So. Bam. Oh, nee. Komm. Nicht die Kombo. Die ist okay. So, eingenommen. Und jetzt gehen wir weiter zu der Alvida. Oder wie sie hieß. Hieß sie Alvida? Kann man doch so schnell keine neuen Namen merken im Videospiel. So. Da müssen wir jetzt schnell hinflitzen. Für Buggy werden wir dann die Kizuna Rush Combo benutzen. Da, die springt gerade runter. Wenn Gegner ihre Heldenpower einsetzen oder sich aufladen, erscheint ein K.O.-Balken über ihrem Kopf. Durch Treffer sinkt der K.O.-Balken. Fällt er auf 0, ist der Gegner benommen und die Heldenpower. Okay. Nee, dich will ich gar nicht. Ich will dich! Ah, sie hat die Heldenpower drauf. Dann machen wir schon für Alvida. Komm, das kriegen wir vorher doch wieder voll, oder? So. Sehr nice. Okay. Da ist ein Ding. Was ist, Nami? Nami, was ist? Nami, was ist? Nami. Siegebuddy, Buggy. Muss ich Nami da hinten hinbringen, oder was? Da flitzt die Kohle wieder rein. So. Zack. Was ist jetzt mit Nami hier? Aua, ich hab gegen das Mikro gehauen, es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich Dings wechsle, das ist mein Problem. Ich will wenigstens wissen, welche Knöpfe das sind, damit ich ausprobieren kann. Ob ich jetzt irgendwie auf Nami wechseln kann oder so. Mehr Verteidigung. Okay. Bringt mir jetzt gerade nichts, weil ganz wenig Gegner noch da sind. Okay, okay, warte. Ich bin gleich da hinten am Fragezeichen. Hau bloß nicht ab. Die Folgen werden immer sehr lange. Es tut mir leid. Zack. Was ist denn hier das Target? So. Da, Zorro, was ist denn? Zorro! Braucht ihr irgendwie nur eure Piratenpower oder was ist da los? Was wollen die von mir? Das mit den Fragezeichen verstehe ich gerade nicht bei Zorro. Keine Ahnung. Komm. Zorro, was ist? Kann ich mit dir reden? Hm. Ansicht ändern. Sieh nach, wie du... Erobere mit Zorro schnell und möglichst unverletzt die gegnerischen Territorien. Hole mit Ruffy ein oder von... Hole mit Ruffy ein, ohne Verbündete in Schwierigkeiten zu bringen. Warum steht da drei Fragezeichen? Ja, Zorro. Wie soll ich das denn jetzt noch mit dir machen? Ist da jetzt nicht mehr drin.
Territorien einnehmen. So. Warum machst du den? Warum bringt der nichts da oben? So, Basis eingenommen. Okay, wir gehen jetzt. Da muss ich hin. Hier ist der Bossfight. Hi. Gegner abwehren. Im Kampf eines Gegners. Ja, wenn du schnell drückst, kannst du einen Kombo-Angriff ausführen und die Deckung des Gegners durchbrechen. Was passiert da gerade? Aha. So, ausweichen kann ich. Also, das dürfte ich ja wohl hinkriegen. Schatzereignis. Was zur Hölle? Du Elendige. Warum steht da oben links Shanks? Achso. あの赤髪の男。赤髪って、シャンクスのことか?してんのか、お前?ん?興味津々だな、おい。俺とあいつは、昔同じ海賊船にいた。つまり、海賊見習い時代の同志ってわけだ。シャンクスは偉大な男だ。 お前と同志だと? 一緒にすんな! Oh. Ach, weißt du was? Jetzt fuckt er mich wieder ab mit seinem Kack. Muss ich wieder ausweichen. Damit er wieder auf den Sack kriegt hier. Komm schon. Muss ich wieder ausweichen. Komm. Haha. Oh Gott, was kann er denn? Großgegner setzen den Kampf manchmal einen mächtigen Spezialangriff ein. Beweg dich in diesem Fall schnell außer Reichweite. Ich glaube, das sollte ich jetzt tun. Bin weg. Bin schon weg. Ist er weg? Der Angriff? Ja. So. Und noch eine Special hinterher, komm. Nice. Ah. Oh. Ich hasse Buggy. Oh Gott. Ey, ist so ein Sack. Da tanzt der Polka. Nee, ist klar. Komm her. So, ins Gesicht. Tschüss. Ich bin nicht so gut. Ich bin voll scheiße. Okay, wieder drei Bedingungen nicht geschafft. Schade. Lucky Balls. Okay. Lasse keinen Dorfbewohner fliehen. Das ist schön. So. Fähigkeitenposter von Buggy. Von Alvida. Oh, fucking viele Münzen. Na, möchte ich diesmal nicht. Ich möchte es mal selbst machen. Weisheit des Captains erhalten. Oder? Ne, Piratenallianz erhalten. Das war's. Okay. Erlange 300 Ausrufe an einzigen Kampf als Ruffy. Nice. Ohne Ende Kohle. Buggy kann jetzt im freien Lot gewählt werden. Okay. Cool. Ich werde dich schlagen als Achievement. Ich sehe die leider nicht. Das ist schade. Kapitel 1 Achievement. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir uns um Captain Black, das Superhirn, kümmern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.